Ich darf zur Begrüßungsrede, zur offiziellen Begrüßungsrede, Frau Regierungsrätin Beatrice Simon begrüßen. Sie ist Direktorin der Finanzdirektion des Kantons Bern. Auf ihrer persönlichen Website habe ich gesehen, jongliert sie gerne mit Berner Bären. Und heute darf sie mit Zahlen jonglieren. Und wir werden noch eine Ankündigung haben, eine spannende, heute auch in Teil ihrer Begrüßung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Open Data Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Bern und es freut mich, dass Sie Bern als Tagungsort ausgewählt haben und einen besten Dank an Matthias Stürmer. Es ist zwar ein Wahljahr, aber ich bin absolut unverdächtig, ich stehe zu keinem Amt zur Diskussion, deshalb ist es auch keine Wahlveranstaltung. Das Rot hat auch nicht mit Partei zu tun, das ist eher zufällig gewählt. Man weiß ja, die bernischen Finanzen, die waren nicht immer ganz so gut dran. In der Zwischenzeit haben wir doch eine Stabilisierung der Berner Finanzen hingebracht und damit hätte ich das Thema Finanzen auch schon abgehakt, weil Sie sind ja heute nicht wegen den Berner Finanzen da. Im Gegenteil, das OK hat ein sehr spannendes Programm zusammengestellt und Sie werden sich mit der Frage befassen, wo steht die Schweiz in Sachen offene Daten und Transparenz und wie geht es weiter mit dem Prinzip Hoffnung oder nur mit einem neuen Gesetz? Ja, sehr verehrte Anwesende, wie so oft, wenn ich mich auf irgendein Referat oder ein Grußwort vorbereite, dann nutze auch ich das Internet und mache kleine Recherchen und das habe ich natürlich auch gemacht und ich bin da unter anderem auf das Ihnen wohlbekannte Open Government Data Manifest für die Schweiz gestoßen. Und da werden drei Nutzenpotenziale von Open Government erwähnt. Zum einen die Transparenz, zum zweiten Innovation und drittens Kosteneinsparungen. Und es wird Sie kaum erstaunen, dass gerade der letzte Punkt bei einer bernischen Finanzdirektorin durchaus das Interesse weckt. Das Manifest zeigt nicht nur den Nutzen auf, sondern es macht auch auf den Handlungsbedarf aufmerksam. Und da im Manifest steht, und das zitiere ich jetzt, die Entscheidungsträger in Legislative und Exekutive auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene sind aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen für eine aktive Veröffentlichung der Behördendaten sowie deren freie Wiederverwendung zu schaffen. Und da fühle ich mich natürlich als Regierungsrätin angesprochen. Und dies nicht zuletzt auch deshalb, weil gerade im Kanton Bern es einen Vorstoß gegeben hat, welcher ein unmittelbares, aktives Öffentlichkeitsprinzip im Kanton Bern nach den Grundsätzen der Open Government Data Strategie des Bundes gefordert hat. Dieser Vorstoß ist eingereicht worden, er wurde mittlerweile auch behandelt und in der Antwort des Regierungsrats haben wir von Seiten der Regierung festgehalten, dass im Moment noch nicht die Zeit ist, weil die gesetzlichen Grundlagen fehlen und haben den Vorstoß zur Ablehnung empfohlen. Dann ist das passiert, was immer wieder passiert. Das Parlament sieht das anders als die Regierung und hat diesen Vorstoß als Postulat überwiesen. Und Postulat heißt nichts anderes, man muss eine Prüfung vornehmen, wie rasch und unter welchen Umständen wir das entsprechende Anliegen einführen können. Das wird also bedeuten, dass ich mich vermehrt mit diesem Thema in Zukunft befassen werde und ich sage Ihnen das auch offen, das finde ich sehr gut so. Weil ich sehe im Kanton Bern, gerade in Bezug auf die Publikation von sogenannten strukturierten Daten, ein großes Entwicklungspotenzial. Nicht, dass Sie denken, wir sind hier in Bern hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, was das Thema Open Government angeht. Wir waren auch schon mal ein bisschen Pioniere, weil 1995 ist das Öffentlichkeitsprinzip im Kanton Bern rechtlich verankert worden. Zum Vergleich, in der Schweiz, auf Bundesebene, wurde das erst 11 Jahre später eingeführt. Und trotzdem haben wir noch sehr viel zu tun. Ja, beim weiteren Recherchieren bin ich dann auf das Open Government Data Pilotportal des Bundes gestoßen.
und als Finanzdirektorin ein wenig ins Staunen geraten, weil von den insgesamt 1854 zur Verfügung stehenden Datensätzen nur gerade deren 8 die Finanzen betreffen. Dies, obwohl eigentlich ja Finanzdaten geradezu prädestiniert sind oder wären, Auswertungen, Kombinationen von Zahlenwerten und Visualisierungen im Sinne von Open Data darzustellen. Und was mich als bernische Finanzdirektorin zusätzlich ein bisschen erstaunt, wenn nicht sogar geärgert hat, diese 8 Datensätze, die sind vom Kanton Zürich. Also wir haben noch Aufholbedarf in Bern, aber ich kann Ihnen zumindest ankündigen, wir sind daran. Weil in meiner Direktion wird kurzum etwas aufgeschaltet, was ich denke, das ist schon ein bisschen was Neues. Und ich kann Ihnen da kurz zeigen, was wir gemacht haben. Auf unserer Webseite www.fin.bech werden wir die Visualisierung der bernischen Finanzdaten bis 1990 zurück aufzeigen und ein bisschen in spielerischer Form. Das war mein Anliegen und Matthias Stürmer hat uns in dieser Arbeit sehr unterstützt und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich danken. Also man kann jetzt die nüchternen Zahlen eben mit farbigen Bubbles sehen. Der Bär ist auch ganz wichtig, mir war der ganz wichtig und ich weiß, das war eine enorme Herausforderung. Und da kann man schauen, jawohl, also hier Finanzen und Steuern ist dieser Betrag und wenn man raufgeht, das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und das habe ich jetzt gerade nicht. Matthias Stürmer, ich glaube, Sie sind gefragt. Damit man das sieht, da kommt dann das Detail raus. Auf alle Fälle, es ist eine nette Spielerei und ich freue mich darauf, dass die bernischen Frauen und Techniker, aber ich werde dann schon noch üben. Es geht mir primär darum, dass man eben auf spielerische Art die etwas nüchternen Zahlen präsentieren kann und wir werden das aufschalten. Vielleicht ist es heute schon geschehen, es ist heute geschehen, also Sie haben diesen Primär eben mitbekommen. Und ich bin sehr gespannt, wie man darauf reagiert. Ja, ich möchte abschließend aber auch noch festhalten, dass Transparenz im staatlichen Handeln als Grundlage zu verstehen ist für vertrauensvolles Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Von der fehlenden Transparenz bis zur Vertrauenskrise ist es leider, das ist auch in der Schweiz so, sehr oft ein ganz kurzer Weg. Aber gerade in unserem direktdemokratischen System muss es unser Anspruch sein, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land umfassend informieren können. Und gleichzeitig, und das will ich an dieser Stelle überhaupt nicht verschweigen, ist es aber sehr wichtig, dass es in Bezug auf diese Transparenz auch sehr sensitive Bereiche gibt. Ich denke hier vor allem an den Persönlichkeitsschutz und den gilt es auch in Zukunft zu wahren. Transparenz schafft Vertrauen, zu viel Transparenz wird aber gerade oft durch die Politik, aber auch durch die Verwaltung manchmal als einschränkend empfunden. Es wird deshalb in den kommenden Jahren noch viele politische und insbesondere auch rechtliche Debatten darüber geben, wie weit Transparenz im staatlichen Handeln gehen soll und darf. Die Diskussionen rund um dieses Thema leisten hierzu ganz sicher einen wichtigen Beitrag und der heutige Tag dient sicher auch dazu. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, es war mir eine große Freude, bei Ihnen kurz vorbeizuschauen und ich betone leider kurz, weil dass es mir wichtig war, das kann ich Ihnen insofern bestätigen. Eigentlich bin ich jetzt wieder kurzum im Rathaus, wir haben Regierungssitzung und da geht man nicht einfach davon. Also es ist schon eine Ausnahme, dass man mich beurlaubt hat für diese kurze Sequenz. Das wird aber auch erklären, weshalb ich dann gerade wieder gehen muss. Es ist nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil es eben so ist, dass ich wieder in die Regierung zum Regieren gehen muss. Ich wünsche Ihnen alles Gute, sehr gute Gespräche, interessante Ausführungen und ich freue mich davon zu hören und ich werde ganz sicher darüber informiert, was es zukünftig alles Neues gibt, welche Erkenntnisse Sie erzielt haben und genießen Sie den Tag in Bern und wenn es Ihnen gefallen hat, kommen Sie möglichst bald.
Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit.